Und nun müssen wir einen Sprung des Glaubens machen. Aber bei dem Sprung nicht rollen, sondern einfach runterfallen lassen. Ja, genau so. Nein, das war definitiv falsch. Jetzt habe ich es nämlich genauso gemacht, wie ich es nicht machen wollte. So, jetzt muss ich mir erstmal meinen Seelenhaufen wiederholen, bevor ich dort runterhüpfe. So und so, weg mit euch beiden. Du tötest dich gleich, danke. Jawohl. Genau, dort ist unser Seelenhaufen. Den sacken wir gleich mal wieder ein. Puh. Fufu. Und jetzt müssen wir wieder runter die Höllenräder töten. Das ist nicht so gelaufen, wie ich es gerne hätte, aber was sein muss, muss sein. Und das wollte ich nicht. Ich wollte keinen Konter von dir. Hallo du? Stalkst du mich? Bin ich aber nicht nett. So. Aber so kriegen wir wenigstens Seelen. Ja, explodiert. Explodiert ruhig alle und pustet sie in den Jordan. So, sind alle tot? Scheinen alle tot zu sein. Danke dafür. So. Jetzt müssen wir wieder runter, wieder Höllenräder töten. Weil ihr müsstet es ja gehört haben, als ich aufgeschlagen bin, dort ist ein Schmied. Wenn man in das Loch fällt. Ach ja, ihr kommt ja hoch. Darauf hatte ich total vergessen. Und ich kann euch einfach so runterbrezeln. So, wo ist dein Kumpel? So, weg mit dir. Keine Ahnung, warum ich gerade einen Doppelschlag zweimal hintereinander zugeschlagen habe. Ich habe die Taste doch nur einmal gedrückt. Oh, du hast Loot. Ein rot-weißes Schild. So, noch eine Etage tiefer. Wartet schon das Bogenkommando auf uns. Einer weg. Zweiter weg. Höllenräder, komm zum Spielen. Eins weg. Explosion. Noch ein Höllenrad weg. In der Explosion gestorben. Willst du nicht explodieren? Doch, willst du. Du glitscht wahrscheinlich gleich durch die Wand. Ja. Schade. Nehmen wir mal einen Flakon. So, weg mit dir. Und dann sind da hinten nur noch zwei. Ne, drei. Zwei nur noch. Wow. Ein erwischt, der zweite radelt an mir vorbei. Jetzt nicht mehr.
Oh, für den gab es nur 400. Egal. Ist schon ulkig, die sind so leicht zu töten eigentlich und geben so viele Seelen. Die normalen Skelette sind viel schwieriger und geben viel weniger Seelen. Dumm, die dumm, die dumm. So haben wir mal schnell das Loch aufgemacht. Dass ich niemals auf das Loch vergesse. So, noch einen Trank schlürfen. Und nochmal hoch. Ah, der Tod war so peinlich. Ah ja, das ist nie leicht, vor allem wenn man im Dunkeln nicht besonders gut sehen kann, wo man hinhüpfen muss. So. Hier nach oben, hier nach oben. Sind wir schon mal gleich wieder bei unserem Leuchtfeuer. Jupp. Au. Du Nervensäge. Lass den Unsinn. So, hier sind alle tot. Gut. Zeit lassen und genau hingucken. Gucken wir mal genauer hin. Ja, können wir nicht. Also, wenn ich das richtig sehe, müsste direkt vor uns, wenn wir geradeaus runterlaufen, ein Vorsprung sein. Genau. Den habe ich nämlich vorhin übersehen gehabt. So, und noch einer. Mit einer grünen Scherbe. Und dann geht's hier runter. Genau. So ist es richtig. Und Schüssensequenz. Ja, hallo, Cthulhu Skelettschmied. So sieht er irgendwie aus. Und ja, ihn haben wir von der anderen Seite dieser Mauer ausgehört. Wir sind nämlich wieder hier unten. Da, wo die Skeletträder waren. Und hätten wir die jetzt nicht ausgeschaltet, wären die alle reingekommen und hätten uns gekillt. Der hat sich in eine sehr schöne Schmiede eingerichtet mit Lavabecken in den Särgen. Ja. So, die eine Glut haben wir gegeben. Ja, wir wollen die Gluten geben. Ja, er heißt Vamos, das wissen wir nun. Yes, splendid. Splendid indeed. My, oh my, you precious little thing. Ja, und er ist besessen von der Chaosglut. So, bei ihm könnten wir Sachen kaufen. Kleine Scherben wie beim Schmied oben und Heimkehrknochen. Und wir können bei ihm erstmal unsere Ausrüstung reparieren. Hat ja ordentlich was mitgemacht, das Zeug, durch den Sturz. Und können
Können wir unsere Rüstung hier verstärken? Nö. Waffe verstärken können wir aber. Beziehungsweise erstmal Ausrüstung umwandeln. Wir wollen nämlich unser Bonus 5 Bastardschwert, was wir vorhin gekauft haben, zu einem Feuerbastardschwert umflambieren. So, und das verstärken wir jetzt mit den ganzen grünen Scherben, die wir haben. So. Und tut es nochmal umwandeln zu einem plus 6er Schwert. So, und das können wir dann noch weiter verstärken. Und haben nun ein solides Schwert. Danke, Vamos. So, das war der einzige Grund, weswegen wir hier runtergegangen sind. Jetzt wollen wir wieder zurück an die Oberfläche. Denn jetzt sind wir ausgerüstet für den nächsten Schritt. Jedenfalls fast, aber wir können jetzt wieder nach Anor Londo zurückkehren. So. Die Leiter hier hoch. Ja, weil jetzt geht es ab in das Gemälde und in dem Gemälde ist es nicht schlecht, beziehungsweise nicht verkehrt, eine Feuerwaffe zu haben. Wow. Noch eins höher. Dumm-di-dumm-di-dumm. So. Eine Feuerwaffe zu haben. Warum? Das werdet ihr dann sehen, wenn wir dort sind. Erstmal wollen wir aus den Katakomben raus. Und ja, wir haben den letzten Schmied jetzt freigeschalten. Vamos, den Feuerschmied. Und ihm auch seine beiden Gluten schon gegeben. Es fehlt noch, wenn ich jetzt richtig raten müsste. Bei André fehlen auf jeden Fall noch 3 Gluten, das weiß ich. Bei Rickard, also bei Magierschmied, fehlt auch noch eine. Und sogar dem Gigantenschmied können wir eine Glut geben. Aber ja, eins nach dem anderen. Erstmal hier zurück. Nein, nicht die Richtung. Sondern die Richtung nach oben, bitte. Du bist tot. Ah, du müsstest aufstehen. Genau, und uns 100 Seelen geben. So, hier über die Brücke. Und den Weg zurücknehmen. Ey, nicht blocken. Das ist unfair. Seit wann blockt ihr so oft? So. Wow. Ja. Bogenschütze ist da runtergefallen. Bogenschütze ist tot. Da ist der Ausgang. So, weg mit euch. Und weg mit... Ah, du machst ein bisschen Konterhaltung. Jetzt nicht mehr. Jetzt bist du nämlich tot. So. Vorbei an den Statuen. Das war nicht so schön. Jetzt habe ich nämlich 2 muntere Skelette am Hals. Ein munteres Skelett am Hals. Das auch noch blockt. So. Dich loswerden. Dein Kumpel loswerden. Ja, da kommt noch ein Kumpel. Du hast ein Veilchen dabei, ja. Dachte ich es mir doch. So. Und wir haben mehr als genug Seelen für den für Funkeltitanit. Sehr gut. So, weg mit dir. Genau, bomb den letzten weg und dann können wir
Zurück ans Tageslicht. Ja, das scheint uns immer so schön entgegen, wenn wir aus den Katakomben kommen.